Mein heutiger Gesprächspartner ist der Pius Neier aus Flums. Er ist heute Stammbaumforscher, aber du hast ja früher einen ganz anderen Beruf gehabt. Wille, und wie bist du zu dem Stammbaumforschen gekommen? Ja, ich habe eigentlich sehr Stromer gewählt. Und nach dem Stromer-Ding bin ich dann effektiv nach der Lehre bin ich auf Golden als Chef und Öl gekommen. Und dann bin ich auf die Scherlen hochgekommen. Dort unten hat es mir nicht gepasst, hat mir zu viel Nebel gehabt dort unten. Ich bin wieder rauf auf die Scherlen. Und dann habe ich später in die Garage umgewechselt den Beruf und habe die Garage übernommen bei uns, wo wir es da oder? Ja, Garage Neier. Ja. Ja. Und Garage Aurep eigentlich. Aurep, ja. Ja. Und dann habe ich noch einfach von der eigenen Verwandtschaft haben wir nie geredet daheim. Da war immer so komische Dinge, oder? Wenn du etwas gefragt hast, war das Themawechsel, oder? Und der Grossvater meiner, der ist 1920 gestorben. Und wir sind bei den anderen, sind wir ein und aus, aber nicht gewusst. Also Geschwister, das ist mein Grossvater. Und die hat es mich immer interessiert. Und dann ist einmal einer gestorben von den Verwandten. Und dann hat der Hesi von Badragaz hat mich eben wegen Daten gefragt von uns. Dann hat er mir einmal so provisorisch einen Stammbaum gegeben von mir. Aber da sind nur die Jahrgänge drauf gewesen und nicht mehr. Und das hat mich ein bisschen gestört. Und dann habe ich angefangen, selber Besuche zu machen. Und dann bei Zufall bin ich drin, habe ich von der Ortsgemeinde der Hitsch gefragt, nicht diese Bücher. Da habe ich die Leute aufgeschrieben, in Register oder etwas. Dann hat er mir ein Buch gebraucht, wie das dort. Du hast ja verschiedene Quellen benutzt und eingestiegen bist, glaube ich, mit einem von so Büchern. Ja. Kannst du mir da ein bisschen erklären, wie du da vorgegangen bist oder was da drin überhaupt steht? Von der Dorfgemeinde. Die haben von 1819 ungefähr sind gebildet worden. Und nachher haben sie die Bücher müssen führen. Von denen, die dort gewohnt sind, sind Bürger geworden. Jetzt zum Beispiel Dörfer. Dann hat es Heuberger und Grossberger gegeben. Und jede Ortsgemeinde hat separat Buch geführt. Weil ja das mal, wenn die Leute armer genüssig geworden sind, hat die Ortsgemeinde müssen aufkaufen. Und dann haben sie auch Buch geführt, weil nicht als Freunde kommen, die sie zahlen müssen. Ja, genau. Ganz logisch, ja, oder? Ja. Darum haben sie die Bücher so geführt. Da sind alle Familien sind da in die Bücher eingetragen worden, in die Bürgerregister. Und da ist es zum Beispiel bei der da ist es drauf, der Vater und Mutter von denen noch. Und da ist der Junge mit der Frau, Geburtsdatum, Heiratsdatum und Sterbedatum. Und da sieht man zum Beispiel, die Frau war eine Heubergerin. Man mag da eh einen Wildhaber als Beispiel, oder? Und unten haben sie das Kind aufgeführt, genau gleich. Geburtsdatum, wenn die geheiratet sind, wenn sie gestorben sind. Und da haben sie drauf, welches Buch, welche Nummer, das Buch, da ist Buch Nummer 3, Nummer 550 zum Beispiel, oder? Und da kommt man in den Wildhaber rein. Und diesen Weg sind ja alle Kinder sind eigentlich so aufgeführt worden. Und da zum Beispiel ist es ein Buch, der Johann Jakob, da ist im Buch 3, 543, oder? Und diesen Weg habe ich neu, die Bücher, habe ich alle fotografiert, wovon ist, oder? Alle Ortsgemeindebücher fotografiert. Und nachher habe ich einen neuen Index geschrieben. Da habe ich jede Seite habe ich neue Dinge angewogen, drauf getan, welche Fotonummern, welche Seite, welches Buch, wenn er geheißen hat, unser Jahrgang. Nur der Jahrgang, nicht das ganze Geburtsdatum. Mhm. Und dann habe ich eine Familie nach der anderen alle einen neuen Index geschrieben. Oder? Ja. Ich sehe hier, dass das eine alte deutsche Schrift ist. Wenn man die Jahrzahlen schaut, dann kann ich lesen, 1776. Kannst denn du das gut lesen oder hast du das gut können lesen? Ja, zuerst schon nicht. Ich hatte ein altes Alphabet vom Staub Ferdinand als Beispiel. Mit der alten deutschen Schrift, alle Buchstaben, die kleinen, die grossen. Oder? Und irgendwo am Anfang habe ich mich wieder erbeten, hätte ich so zuerst nicht gekannt, aber hatte ich schon bald durch können lesen. Mhm. Oder? Und dann habe ich am Anfang habe ich dann mal geschafft. Aber ich muss sagen, jeder Schreiber hat ein bisschen anders geschrieben. Und manchmal sind auch Zahlen, da kann man es lesen, aber hat manchmal eine 3 und eine 5, hat man nicht mehr unterscheiden können, wenn es noch grüßig geschrieben war. Das weißt du, was auch mit grüßig geschrieben hat, man nicht lesen kann. Ja, manchmal selber mit meiner eigenen Schrift. Oder dann habe ich, zuallererst habe ich
das Kuiberger Buch angefragt, dann habe ich das bekommen. Und das kann ich euch am besten dort zeigen, warum was ich noch weitergemacht habe mit den Büchern. Ja, ist oder? Gut, ja. Ich habe zuallererst das Kuiberger Buch hier gemacht, angeschaut. Ich habe gar nicht gewusst, was alles drin hat, oder? Und dann habe ich hier gebettelt, dann habe ich gebettelt, oder? Und als ich hier hingekommen bin, jetzt bin ich schon zu weit, habe ich gesehen, dass das Buch abeinander praktisch, oder? Und nachher habe ich, als ich aus den anderen Büchern gefragt habe, ich gesagt, wenn sie mir alle die Bücher geben, dann die alle fotografieren und dann einen neuen Index schreiben und neu machen eine CD daraus. Und dann habe ich jetzt Kuiberger gemacht und neu, wo Kuiberger noch gesehen sind, habe ich bei den Grossberger gefragt, die haben mir es auch gegeben, dann habe ich Türen vor den Büchern gemacht und dann habe ich angefangen zu zeichnen, oder? Und da habe ich eben mit dem neuen Index gemacht, ich zeige jetzt auf der Seite, wenn ich eigentlich vorgehe. Das ist eine Art mein Grundprinzip, wenn ich anfange zu zeichnen, oder? Und jetzt öffne ich da auch noch. Das ist also so ein Index, den ich gemacht habe, das ist jetzt vom Elz, das habe ich jetzt so einen Stamm gemacht. Da habe ich Anfang dieser Woche angefangen. Und wenn ich vorgehe, ist es folgendermaßen. Ich habe hier ein Geburtsdatum. Und von dem aus gehe ich retour. Und hier sehe ich jetzt zum Beispiel, die Abstammung ist Buch 4, 628. Also gehe ich runter. Von einem zum anderen. Hier überall Geburtstag noch tragen. Ich habe es ein bisschen markiert, hier, 5 Grad. Dann geht es rauf. Hier ist der 4. Das ist Miriam, der falsch. Hier ist der 4 Grad. Und hier trage ich immer das Geburtsdatum ein, bis ich beim Ältesten bin, von dem es von einer Stimme. Hier habe ich jetzt den 3 Grad, hier den 2 Grad. Und das ist der Älteste von den Bärs, die ich gemacht habe. Hier. Respektive Gold, die Frau ist ein Bärs. Hier habe ich das Geburtsdatum drin. Und hier sehe ich fort wieder im Buch, jetzt soll ich das Buch öffnen. Das mache ich jetzt auf dem wieder. Das ist jetzt das Melzerbuch. Da habe ich übrigens den Index ungefähr 6'000 Guinea geschrieben. Oder? Und das habe ich bei jeder Ortsgemeinde so einen Index gemacht. Oder? Das sind etwa ungefähr 16'000 Pfoten, die ich hier gemacht habe, mit den allen Büchern. Und dann habe ich hier das Melzerbuch. Jetzt öffne ich die Foti öffnen und das ist die Foti Nummer 220. Das ist die Foti. Jetzt kann ich natürlich zoomen, wie es eine Foti ist. Und dann sehe ich hier 220, Nummer 230. Das ist, die Seite, das ist der Eintrag, den ich jetzt hier zuerst angefangen schreiben habe. Das ist das Geburtsdatum, das Heiratsdatum und das Sterbedatum. Und da muss ich sagen, manchmal kann man das Datum nicht lesen, wenn sie es nicht schön geschrieben haben, oder? Und in dem gehe ich von Seite zu Seite, oder? Jetzt habe ich das hier, gehe ich jetzt im Prinzip, wenn ich es auf dem habe, dann die Daten übertragen. Und zwar, dann fuhr es da unten an im Prinzip, jetzt mache ich es nachher grösser. Das sind jetzt die Gold, das schreibe ich überall, wo man Gold rein. Daneben kommt die Frau, da kommt der Name rein. Das wieder in immer wo sie hin. Das Geburtsdatum, das Sterbedatum, wenn sie geheiratet haben. Und eine Frau, auch die gleichen die Daten von ihr. Und dann geht es davon oben weiter, dann wieder auf und zeichnen. Oder? Und dann geht es auf die zwei Seiten, wie es noch aussieht. Hier habe ich drei Stadtsterne. Und hier sind die Geschwister, die auf der gleichen Linie. Und hier habe ich immer wieder drei Fotonummern, die ich das rausgeschrieben habe. Und dann fand ich, ich kann Zimmer setzen. Ich zeichne zuerst alles. Und dann sehe ich die Einträge nach dem Ding. Der hat geheiratet, der hat nicht geheiratet. Und dann gehe ich eine vorwärts, bis ich so weit komme, fort von Foti zu Foti. Vom Index wieder weiter, oder? Bis ich
die ganzen Haare. Darum jetzt, da habe ich nur eine gerade Linie, drei da. Und das sind die Schulter daraus rausgekommen, die ich jetzt noch nicht hatte vorher. Da zeichne ich die Äder zu, gehe immer in Breite, oder? Und nachher komme ich mal so weit, dann habe ich hier oben habe ich schon vorzeichnet, oder? Und da muss ich jetzt einfach die Seite anschauen, da. Muss es wieder größer machen. Da habe ich das 826 und die Nummer. Und dann muss ich schauen, was steht jetzt hier auf der Foto. Und anhand von der Foto, wo ich den Daten rausschreibe, dann ich vor zu die Fälle ausfüllen, die oben genau gleich, immer die ganz Breite. Oder die Buben, die Mädchen, einfach genau nach dem Jahrgang, da kommt der Älteste, der Zweite, der Dritte, der Vierte, und immer die Jüngere kommt da, oder? Und dann mache ich den ganzen Stamm. Und schlussendlich, wenn ich dann wieder neu bin, dann habe ich da alle Daten ausgefüllt und gehe immer in Breite, oder? Und dann, je nachdem, gibt es den Stammbaum von etwa, je nachdem, bis 15 Meter in der Länge, oder? Und ich habe immer wieder Datenquellen. Was ich natürlich so machen kann, ist Folgendes. Ich kann Ihnen etwas zeigen, hier zum Beispiel. Hier. Hier ist es noch vergrößern. So habe ich einen Wachter, der noch zum Beispiel, oder? Und wenn ich will wissen, wo der ist, gebe ich zum Beispiel hier nur das Geburtsdatum ein. Jetzt kann ich hier zum Beispiel Ctrl-F machen. 4.04.04.1821. Jetzt muss ich noch den Punkt machen, das tut es nicht. Und jetzt gehe ich hier rein, gebe hier auch ein, 04.04.1821. Und da ist noch das 80-Feld. Und jetzt gehe ich schauen, habe ich das Datum nehmen, wenn man Wachter ist, also nicht rum da, oder? Der Wachterstamm, der habe ich jetzt nicht gemacht, oder? Aber wenn ich den neuen Ding nicht mehr finde, sofort, ich heisse es, finde ich sofort, wo muss ich suchen? Die kann ich mit dem Index, gehe ich bei der Wachter, gehe ich schauen, wo finde ich das, oder? Und wenn ich jetzt das auf der Seite mache, da wieder, dann gebe ich jetzt bei diesem Ding, bei diesem Melzerstamm, da kann ich hier wieder öffnen. Ich habe hier praktisch ein Gewicht drauf. Das soll ich nicht das öffnen, sondern ich dort die Pfoten öffnen. Jetzt sehe ich, ich habe hier schon reingeschrieben, IPG 440. Das kann ich öffnen. Das kann ich hier blättern. Da habe ich das IPG 440. Und das ist 671. Das ist genau der Eintrag, den ich hier im Buch wieder habe. Hier habe ich die gleichen Daten von ihr. Hier finde ich sie. Und hier die Elisabeth 1821. Hier ist zum Beispiel das Geburtsdatum nicht voll drin. Aber das habe ich irgendwie wieder gefunden an einem Ort. Und dann gehe ich immer wieder hier und her und zeichne. Und immer wieder Datenquelle rein, oder? Und so mache ich eigentlich alle Stammbäume. Von Grund auf, gehe immer zu unter Stafel und gegenauf und gehe in die Breite. Und jede Generation praktisch hat wieder eine andere Farbe. Oder? Und dann gibt es die Farben, einfach, wo ich bis zur Oberstufe komme. Bei der Frau tun wir immer die Farbe wechseln und auch die Jungen haben wieder die Farbe von der Mutter und dann geht es auf. Und dann mache ich den Stamm mache ich noch mal nur. Auf die Vaterseite vorwärts, wenn man auf die Mutterseite auch noch wieder zutun, kommt man durcheinander über. Was ich machen kann, heute, was ich noch mache, ist teilweise bei den Jüngsten. Da mache ich manchmal noch die anderen Familienmitglieder auch noch drauf, weil ja da oben habe ich genug Platz. Heute sind es nicht mehr so viele Kinder wie früher, oder? Oder früher waren es 10, 11, 12, 13, 14 Golfen, heute sind es noch bei 2, 3. Ja. Und wenn sie heiraten, gibt es auch ein Beinmal oben dran. Dann kann man es noch dazu tun. Oder? Das ist halt eigentlich der Aufbau, den ich mache. Oder? Aber das Grundding ist einfach,
Ohne die Bücher hat man keine Chance. Und ich sage, jedes Ortsgemeindebuch ist ein Stammbaum. Man muss nur die Daten vor sich auslesen und Nummern verbinden. Und das System, das man aufbaut, einfach wissen, wie man den Aufbau macht. Kommst denn du, oder werden die Bücher heute noch weitergeführt und kommst du dann immer noch an die Informationen her, auf die Art? Ja, das ist heute schon das Problem. Da, wo es Bücher gehört, schreiben. Da hat es Zivilstandsnachrichten gesehen, die alle Gemeinden bekommen haben. Und bei uns, Wum zum Beispiel, habe ich bei einer Ortsgemeinde habe ich die letzten Zivilstandsnachrichten bekommen. Und da sind von allen drei Ortsgemeinden ist immer alles drauf gewesen. Und jede Ortsgemeinde musste aus der Liste raus eben sie ins Buch eintragen, wenn sie es gemacht haben. Und die es nicht mehr gemacht haben, dann habe ich einen Haufen Daten. Bis hier im Jahr 2000 habe ich dann noch Daten können nachtragen. Bei mir habe ich es einfach nachgezeichnet, noch alle miteinander. Weil ich alle Formen der Geschlechter gezeichnet habe, habe ich nur vorzudrücken, die Daten können nachtragen. Von deinem Hobby profitieren ja ein Haufen andere. Wer sind denn das? Ja, heute fragen natürlich, wo ich über die ganze Schweiz komme, vom Telefon über, wenn sie etwas wissen wollen, oder? Und ich habe eigentlich kein Problem mit dem, das ist Hobby und das soll ein Hobby bleiben, oder? Also wenn du sagst, die ganze Schweiz, dann denke ich, da hat es sicher auch Interessenten um, wenn man die Geschichte anschaut, das ganze Land, von der Auswanderung von unseren Leuten nach Amerika, dass da auch Amerikaner heute, also Schweiz abstammende Amerikaner bei dir auftauchen. Ja, das war noch interessant. Als ich meinen Stamm gemacht habe, der erste noch, der Heuberger, oder? Und dann bin ich gerade heim auf dem Spital und dann ist ein Skuter an der Haustür. Es ist von unserer Abstammung von den Eiern, ist eine von Amerika auf der Hochzeitsreise vor uns gekommen. Und die ist auf den Friedhof gegangen, ob es da einen Eiergräber hat, oder? Und dann haben sie sich den Freide rausgeschickt, zum Nachbauer, oder? Und der hat gewusst, dass ich mal etwas gemacht habe mit den Eiern, oder? Und nachher sind die, wir haben dann ausgeweitet. Ich habe noch mal ein Zimmer gekauft mit A4 Blätter, oder? Und dann sind die am Boden unterlang gekrochen dort. Da habe ich aber gesagt, ja, die habe ich nicht drauf dort, oder? Und da habe ich gewusst, dass es noch Grossberger Eier gibt. Und als ich den Grossberger Bücher gemacht habe, habe ich plötzlich gedacht, der Schneidermärt war ja ein Eier. Und von unserer Sorte hat einer wieder eine von diesen Grossberger Eier geheiratet. Und dann habe ich das eben auch gemacht, oder? Und dann später habe ich in dieser Story, wo ich die Vorfahren von ihr gefunden habe, und habe dann das ausnahmsweise, wenn die bei uns ausgestorben sind, die Säben, habe ich es per Mail weitergegeben, oder? Und jetzt bis heute habe ich schon etwa drei Wege auf das Amerika. Vor zwei Jahren ist ein Wildhaber gekommen. Und den Selbststamm habe ich eigentlich nicht zeichnen können, weil die ausgestorben waren bei uns. Und nachher habe ich bis die Kuh sind, die sind eben die Ferienkuh da, für zwei Tage. In der Zeit habe ich den Selbst geschwind gezeichnet, oder? Und dann habe ich festgestellt, dass von der, die zuerst mal da war, dass sie auch noch aus diesen Wildhaber rausgekommen ist. Dann hat wieder mal eine Mail durchgekommen von Amerika, er sei mit mir auch noch verwandt, oder? Dann ist es dort jenen, geht das schon teilweise durch, oder? Das Blatt, das wir jetzt hier haben, der Pius und ich, da sieht man, wie viele Stämme oder Familien du schon bearbeitet hast. Ich habe es nicht zählt, aber du weißt sicher ganz genau, wie viele du bis jetzt erarbeitet hast. Also dieser Teil hier, das sind alles von unseren Geschlechter. Und hier habe ich es eingereiht. Und da hinten jeweils steht drauf, wie viel von denen, was ich hier habe, gezeichnet habe in diesen Stimmen. Oder? Mhm. Hier von den Fumser, nur mit dem Hauptnamen gerechnet, habe ich jetzt schon 24.000. Oder? Das sind Fumser. Ja. Und hier habe ich zum Beispiel noch drauf, da sind 19 Nimmer sind in einer Ortsgemeinde, 13 Nimmer sind in zwei Ortsgemeinden und 17 Nimmer sind in drei Ortsgemeinden vertreten. Oder? Ja. Und so sind immer die Stücke, die ich im Stamm habe. Und hier auf der Seite, das sind all die Stammbäume, die ich schon gezeichnet habe. Und hier ist die Stückzahl, wo ich, da kann ich sagen, da habe ich jetzt 170 Acker gemacht, dort 140. Und das sind alles Stammbäume bei mir. Und das ist also immer zu viel, gibt das jetzt etwa, wo ich habe, von der Haupt nehme, etwa 57.500. Mhm.
Und kann man sagen, praktisch durch das ganze Ganzland, vom Wallensee bis das ist der Wienertal. Im ganzen Bezirk. Bezirk, eben. Ja. Und weiter ist einfach der Aufwand. Der Aufwand ist gross. Ja, ja. Ich habe ihn hier von meiner Grossmutterseite, habe ich auch noch einen Stamm gemacht. Und Stau habe ich zum Beispiel auch noch gemacht, gezeichnet. Mhm. Und wenn ich jetzt eine Chronik habe von der Stau, habe ich anhand vom selben alles immer gezeichnet. Mhm. Oder meine Art, oder? Ja, ja. Gut. Dann schauen wir noch ein weiteres Papier an, ein Ausdruck von so einem Stammbaum. Wir fangen dort hinten an, Pius. Ja. Oder hier habe ich von meinen Vorfahren, hier sind sie gewohnt. Und das ist, hier oben ist Kleiberger Strauss noch nicht. Und das ist die Wirtschaft zum Felsen. Und hier hat man gesagt, das enge Haus hier oben, oder? Und das ist das gleiche Haus hier. Und das sind die, die drin gewohnt sind. Das ist meine Ur-Urgroßmutter, von 1812 ist sie geboren. Und der Ur-Urgroßvater, der ist hier mal drin, wo ich vorangeguckt habe, da habe ich das Kreuz drauf, der ist nicht dabei da. Und das ist mein Urgroßvater, oder? Und das habe ich auch angeschrieben nach dem Jahrgang, die Brüder. Und bei mir da habe ich Notizen gemacht, was jeder gemacht hat. Da war der Müller, da war der Schreibernäher, da war auch Müller, da war ein Burnet. Die hat einen Baumeister geheiratet und die war Metzger und Wirt. Der im Gaschütz, von Faberli Karli, von denen, die sind alle verwandt. Und das habe ich dort oben, links hier oben, habe ich es aufgeschrieben, da, mit dem, wer das war, genau. Also die Geschwister, die haben wir können lesen. Wir sind immer miteinander verschiedenen verwandt, oder? Und wenn du jetzt hier weitergehst, da sehe ich schon ein bisschen, ja, heutige Pfoten. So haben wir in allen Jahren ein Betriebsfest, respektive ein Eiertreffen bei mir in der Garage aus, oder? Und jetzt so habe ich alle gezeichnet, die ich markiert habe, hier so. Die waren rum, oder? Und so habe ich noch geschwind im Büro und konnte die Farben einfärben, die rum sind, in weiße Welt. Und da sind einfach die Familienpfoten, habe ich gerade unten hergezogen, oder? Da bin ich auch noch drauf, so. Die Frau ist zwar noch ein bisschen, hat nicht gewachsen seither. Und das ist auch ein neues Familien. Und dann kann er deine eigenen Geschwister können zeigen, oder? Und das war dann der Grund, den ich meinen gemacht habe, der erste. Sind ja so viel gewogen, wie sind wir mit den Sieben verwandt, mit denen, oder? Und das ist also nur ein Ausschnitt für denen, die an den Eiertreffen waren, oder? Und das Gleiche könntest du ja in etwa auch von einem anderen Stamm übertragen. Also, ja, ich müsste wenn du die entsprechenden Informationen hast. Ja, die Fotos kann ich nur drei so, kennen. Ich habe jetzt dies kennen und das aufdrucken, oder, im Prinzip. Oder? Ja. Und das ist eigentlich, das Problem ist, man muss wissen, wer ist wer. Wenn man das nicht weiss, wenn man die Fotos hat, man hat keine Ahnung, was das ist, nützt alles nichts. Ja. Das ist das Problem. Wir sind hier ja in der alten Post in Wiesdann und da läuft im Moment eine aktuelle Ausstellung zu der Familie Tschirki. Und du hast ja da beratend und nicht nur beratend, auch Hand angelegt, mitgewirkt. Und könntest du jetzt uns erklären, bei mir ist es so der Name Oskar Tschirki, Waldorf Astoria Hotel in New York. Ist der auch irgendwo da in dem Papier drin? Ja, da habe ich auch drauf. Was ich jetzt so zuerst habe, ist einmal der Grundstamm von dieser Tschirki. Und da waren ja drei Brüder, oder? Jetzt habe ich da auf die linke Seite hergetan. Und jetzt kann man hier drüllen. Und dann gehe ich runter mit ihm. Und dann fällt der Zipferstamm an, oder? So. Das ist der erste Stamm von der Zipfer. Was heisst Zipfer? Das ist eine Art der Übernahme, wie man dieser Tschirki gesagt hat. Das waren drei Brüder, oder? Ja. Und das ist jetzt, dem hat man den Zipfer gesagt. Und hier oben habe ich jetzt gerade den Oskar. Mhm. Und den habe ich im Internet gefunden, als Frau Bärtschisch. Aber mit E geschrieben. Aber wo die her ist, hätte ich nicht sagen können. Dann wäre es eine Wallenstatterin. Es könnte eine Fumserin sein. Auch noch? Wir in Fumser Bärtsch, Sargaser Bärtsch mit E. Ja. Und Wallenstatterin Bärtsch in auch ein E. Und die Melserbärtsch in der Nähe. Nee, ja. Und unsere, die Sargaserbärtsch, von meiner Mutter abstammt, die haben früher auch eine Nähe. Die sind vermutlich Melser hergekommen. Aha. Oder? Und da ist jetzt gerade der Oskar drauf. Und da, wo ich jetzt gesehen
im Internet noch gefunden, schlussendlich, dass er zwei Söhne hatte und eine Tochter, aber dort hatte ich keine Daten von denen. Oder? Mhm. Ich habe das, was ich bekommen habe, habe ich drauf getan. Und da komme ich zum Beispiel so. Da sind Hirse gedauert. Den kennst du vielleicht sogar dort. Der Conny und der Erik. Die sind gerade drauf, hier oben. Da. Mhm. Wir sind im gleichen Stamm. Im Zipferchen, oder? Ja. Und dann kann ich alles zeichnen wieder. Da kann man es einfach fahren. Da habe ich immer wieder Datenquelle drinnen. Oder von Bärs, also Bärschnick-Kyrote da. Da war wieder ein Fumser, oder? Oder Fums-Kyrote. Da war wieder eine Mailing, Smils. Und dort habe ich immer die Fotonummer drin. Und ich habe im Computer nachgeschaut. Dort habe ich die drin, das ist die. Die ist von dem Ast. Und das wissen die meisten heute ja nicht. Dass ich dann auch schauen kann, mit welchen als Wahnsinn. Nochmal zurück zu dem Oskar. Du hast gesagt, du hättest da keine Daten gefunden. Also ein Sohn, nochmal ein Sohn, eine Tochter. Ja. Aber es geht nicht weiter. Ist das ausgestorben? Oder hoffst du, kommst du gleich einmal noch zu Informationen? Ach, das ist Amerika, jene. Ja. Oder? Und die Daten sind nicht mehr retourgekommen. Aber gewissen, was im Ausland ist, haben sie nicht mehr retourgeschickt. Mhm, die haben es meistens dort eingebürgert. Dann hat Dorf gemeint, nicht mehr so aufkommen, die nachher. Aha, ist gut, oder? Ja. Gut, wenn, dann haben wir noch, wenn wir jetzt von dem Hotelier Oskar ausgehen, ja einen in der Region aktuell, der CEO vom Grand Ressort Bad Ragaz, der Peter Paul Tschirki. In welchem Stammbaum hast du den? 3? Ja, dann machen wir sich dort ein Laptop durch. Gut, wie heisst denn der? Peter Paul. Peter Paul, gut, das mache ich Ctrl-F und schreibe Peter. Und jetzt gehe ich einfach Peter hier mal. Wo habe ich hier? Peter Richard, Peter Johann, Peter Paul mit Aboli Edith. Edith, ja, die Frau heisst Edith, ja, das ist oder gut. Und hier zum Beispiel von ihr habe ich jetzt kein Geburtsdatum. Ich sehe, dass es 1957 ist. Ja. Und solche Daten, wie ich es überkomme, tue ich dann genau tragen. Ja. Und das ist wieder der Sohn von ihm, Janik, ja, oder? Ja, jawohl. Das sind die. Ja, das stimmt. Und dann ja. Gehe ich einfach den Mod mit meinem Namen suchen. Oder wenn ich einen Geburtstag habe, ist es noch viel einfacher. Mhm, ich gebe nur hier das Geburtsdatum ein und muss nicht einmal den Stamm suchen. Ja. Ich sehe schon, wenn ich eine Schirke suche, da ist dort jene. Und kann ihn wieder öffnen und den Hahnen schon. Mhm. Ja, super. So. Und dann kann ich eigentlich, oder da, was man schon habe ich jetzt auch so ein Beispiel, wo man nachher sagen kann. Da habe ich jetzt Schirke, Schirke. Ja. Oder? Jetzt gebe ich da Ctrl-F, das der 28.06.1921. Das muss ich noch rausgehen dort. Jetzt geht er da drauf. Mhm. Jetzt habe ich da zweimal im gleichen Stamm. Ja. Oder die habe ich so eingefärbt, wow. Das sind jetzt Buacher. Wenn ich da reingehe in einen einzelnen Stamm, kommt er da. Da kommt, da ist die Frauenseite. Ja. Und da ist die Mannenseite. Und dann habe ich es immer verdoppelt. Da sehe ich immer, wo kommt er her, von welcher Sorte ist er. Mhm. Und das, ich habe jetzt einfach Buacher an jetzt so blau eingefärbt. Die vom Rüti. Die sind grün. Und die vom Zipfer sind braun. Aha. Und dann kann ich die eben auseinandergehalten. Ja. Da sehe ich so die Farbe, das ist von diesen einen, das ist von diesen einen, oder? Mhm. Und dann kann ich einfach immer Zimmer zeichnen. Und eben, ich sehe den hier zum Beispiel, der hier, das habe ich gesehen, der hat das Fums Kühlrote. Mhm. Im Fums am Kirchenbuch habe ich da den gefunden. Ach, das ist KB, Kirchenbuch. Das ist Kirchenbuch, ja. Das ist jetzt eben das Heiratsdatum, das habe ich im Kirchenbuch herausgefunden. Mhm. Und dann habe ich mich in ein Kirchenbuch gesucht. Oder bei uns habe ich Kirchenbücher auch gemacht. Oder? Mhm. Das ist auch wieder alles an denen. Ich habe darum immer alles auf beiden Laptop. Oder? Ja. Und auf dem tue ich immer zeichnen und schreiben. Und auf dem suche ich die Daten raus. Ah. Also das ist quasi dein Patent, he? Das ist eigenes Patent, ja. Und die Darstellung, die ich mache, ist deutsch gesagt, ich kann ja mal gerne Schema zeichnen. Ja. Das ist die schematische Darstellung, die ich mache. Und ich muss da heute nicht, wenn ich einmal ausdrucken muss. Sie können nur den Pfeil nehmen. Mhm. Oder? Das ist wie ein Stromaufschema im Prinzip. Und es muss einfach besonders zusammenpassen. Ja.
Aber so, wenn ich das jetzt heute beurteile, geht deine Arbeit nie aus. Nein, ich wage zum Beispiel auch morgen Zeitung an. Todesanzeige. Und dann gehe ich wagen. Wenn es ein Jesus Geschlecht ist, gebe ich nur das Geburtsdatum ein nach der Todesanzeige. Sehe ich, da habe ich in dem Stamm. Dann die trage ich das Datum ein. Und dann unten dran, wenn sie aufgeführt sind, habe ich schon Kinder, aber von denen habe ich noch keine Daten. Mhm. Aber das habe ich schon zeichnet. Ja. Und die Frau tut mir daheim immer noch alle Todesanzeige schön ausschneiden. Und ich tue es in den Noten abwägen. Mhm. Wenn ich später etwas mache, habe ich die Daten auch schon bringen. Ja. Oder? Und für den Nachwuchs, also die Jugendmannschaft, gehst du das Farblatt anschauen? Die sind teilweise in der Zeitung, aber da kommt man nicht mehr raus heute. Ja. Wenn's, bin ich ins Frauengeschlecht nicht rein. Jetzt weisst du nicht, heisst das Kind wie die Mutter oder wie der Vater, oder? Ja, ja. Und sie muss mich irgendwo fragen, wer ich sehe, frage ich halt ihn, oder? Mhm, oder ich frage mich einen, wenn ich ihn sehe, und rede mit ihm, wo muss man dich eintun, oder? Mhm. Und wenn er es dann sagt, dann sage ich, komm, gib mir mal die Geburtsdatum an, dann gehe ich nach Hause, gebe ich dir einen, dann haben wir einen Stamm, oder? Ja. Oder eben, jetzt habe ich diese Woche an den Rander angefangen, dort der Gold, oder? Ja. Die wissen nicht, dass ich etwas gemacht habe in der Zeit, dann habe ich diese Woche nicht auch geschwind gezeichnet. Ja. Ich sage, aber du musst halt mal ein paar von denen gut ansprechen, damit wieder zu weiteren Informationen kommst, oder? Ja, das ist, der kommt vielleicht in Schule, hat schon der, der mich irgendwo gefragt, ja, wenn sie es wissen. Mhm. Aber weißt du, die meisten haben keine Ahnung, was ich alles denen habe, oder? Ja, gut. Dann sind wir gespannt und werden schauen, was du da weiter noch rausbringst. Und ich denke, das hat auch einen hohen Archivwert, das Ganze, für die Region und für die Familie. Ja, es ist einfach so, bei uns auf der Gemeinde findest du die Ware nicht mehr. Mhm. Ich habe lange gefragt, wo hat es in Brunnen? Die Ware sind in Brunnen. Oder? Und ich habe immer wieder gefragt, wo hat es in Brunnen? Da habe ich vom Galbeiter in einem Ding gelesen, der hat ja diese Sache gemacht. Mhm. Da habe ich gemacht, zum Knecht gesagt, er soll das hohe Gewump im Keller im Rothaus anzünden und verbrennen, er sei noch im Weg. Mhm. Und dort sind die alten Flumser-Geschlechter, die Familienwappen, sind aus dem ganz alten Rothaus, wo geschnitzt waren, auch archiviert gewesen, und die hat alles verbrennt. Und dort vor Bücher auch, das ist etwa dort vor hin an Bücher, das Staaten, haben sie noch von denen, wo es so viel Chance gibt. Und vorher haben sie nichts mehr. Mhm. Aber Kirchenbücher sind rum. Ja. Und die habe ich dann auch fotografiert. Aber die Zivilstandsämter sind ja jetzt zentralisiert in Wangs, ja, oder? Ja. Kommst du dort auch die Informationen her? Ja, es ist mir immer schwierig, oder? Gut, sie haben von mir Informationen heute. Aha. Oder? Wenn was von uns ist, oder? Ja. Habe ich mehr als sie. Mhm. Oder? Ja. Und das ist ein bisschen das Problem heute. Heute heisst, ist alles Datenschutz. Wo ich muss zwar sagen, was ist am Geburtstag, was ist an dem Datenschutz? Was ist denn da drin? Ja, ist jeder geboren offiziell? Ja. Wir haben geheiratet, dann müssen wir rot aus der Kiste kommen, oder? Mit allen Daten, alles. Mhm. Heute sagen sie dem Datenschutz. Ja. Das begreife ich heute noch. Vereinfacht es nicht. Ja. Kann man bei dir so einen Stammbaum bestellen? Ja, da, so, wenn einer anruft wegen einem Stammbaum, sage ich aber, ich soll zuerst vorbeikommen. Dann können wir anschauen miteinander. Und die Daten, die dann bei ihm noch fehlen, die kann man noch liefern, da nehme ich die auch drauf. Mhm. Und neu, bald ich alles benannt habe, dann nehme ich den Ausdruck auf meinem Poster, oder? Ja. Und dann kann er dann mitnehmen. Mhm. Schicken dann ich nochmal keine, die müssen selber holen. Ja. Oder? Darum ist das Ding, das Porto ist teurer, irgendwas ein Stammbaum. Besten Dank, Pius, und weiterhin viel Spass und Erfolg. Ja. Viele Informationen. Ja.